Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 27. Oktober. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Unsere Themen: Indizes, der Dow Jones, aber auch der DAX, natürlich wie immer, und der Eurostoxx 50. Wir starten mit dem DAX im Normalbild, nämlich auf Tagesbasis, und sehen, wir haben am Montag zum Wochenstart erstmal einen Doji hingelegt. Sprich, wir haben in etwa auf dem Niveau des Eröffnungskurses geschlossen im Xetra-Handel, aber auch nachbörslich tat sich da wenig, wie sich eigentlich den ganzen Tag über wenig tat. Wir sehen hier, die Umsätze waren gering, die Handelsspanne höchst überschaubar, aber das ist im Prinzip natürlich kein Beinbruch. Nach einem solchen Kursanstieg innerhalb von zwei Handelstagen, wie er seit der EZB-Pressekonferenz am Donnerstag um 14.30 Uhr entstand, ist es durchaus normal, dass die Kurse mal auf der Stelle treten. Man könnte sogar sagen, das kleine Plus ist im Prinzip ja schon ein Beweis gewisser Stabilität. Es hätte ja auch zu größeren Gewinnmitnahmen kommen können. Auf der anderen Seite ist ein solcher Doji einfach Ausfluss der Unentschlossenheit, und das genau ist auch der Punkt. Denn wir haben nun den Lockruf der EZB, sagen wir mal, vernommen, die ja nichts getan hat, aber behauptet hat, dass sie was tun würde, wenn es denn nötig wäre, und das dann aber auf jeden Fall auch im Dezember. Ob es denn nötig wird, ob sie es wirklich tut, was sie konkret tut, das weiß kein Mensch. Aber man sagte sich, Menschenskind, da steckt doch noch billiges Geld dahinter. Da kommen doch noch Ausweitungen der Staatsanleihekäufe. Allerdings hat man letzten Endes nicht zur Kenntnis genommen, und das ist bei solchen Situationen nicht so wahnsinnig überraschend, dass der fundamentale Hintergrund das Problem ist. Die EZB macht sowas nicht, weil sie nichts Besseres zu tun hat, sondern schon, weil die europäische Wirtschaft, aber auch die deutsche Wirtschaft eben immer mehr an Fahrt verlieren. Wir haben ein Wachstum, das kann man in der Tat mit der Lupe suchen, mit der Tendenz nach unten. Und wir haben trotz alledem auch keine Inflation. Das heißt, die EZB hat einfach ihre Ziele, mit denen man die Anleihekäufe auf Staatsanleihe ausgeweitet hatte Anfang März, bislang nicht erreicht. Und das ist nicht positiv. Dass man für die Aktienmärkte diese Longkarte spielt, das liegt einerseits an der Reaktion des Euro, der deutlich unter Druck geriet, andererseits einfach daran, dass man durch den Break über eine ganze Phalanx an charttechnischen Hürden die Bären vor sich hergetrieben hat. Einer nach dem anderen musste eindecken, sorgte für Kaufdruck. Dazu kamen natürlich die kurzfristigen Trader und die computergesteuerten Handelsprogramme, die beim ersten Impuls um 14.30 Uhr am Donnerstag sofort auf den Zug aufsprangen, wobei eine überwundene Chartmarke nach der anderen dann eben weitere Käufe respektive Eindeckungen ausgelöst haben. Aber wo stehen wir jetzt? Nun, erstmal im Nichts. Wir haben die Linie bei 10.698 Punkten, das ist das Zwischentief hier vom Juni, erreicht, liegen unterhalb der 200-Tage-Linie im Bereich 11.040 Punkte und dem April-Abwärtstrend im Bereich 11.180 Zähler. Diese beiden Hürden wären die nächsten logischen Kursziele, wenn wir hier drüber kommen. Nun ist diese Linie nun wirklich nicht eine der markanteren, aber da kommt noch was anderes hinzu. Querblick übrigens, überkaufte Markttechnik. Und das schauen wir uns jetzt an. Das andere, nämlich die Fibonacci-Retracements. Wir hatten ja schon festgestellt, dass die Fibonacci-Retracements der Aufwärtsbewegung vom Oktober letzten Jahres bis zum April, der sogenannten EZB-Rallye, als man eben auf die Wirkung dieser Staatsanleihekäufe hoffte, die auch damals erstmal vage angekündigt wurden und dann letzten Endes immer nach und nach so ein Stückchen zugegeben wurde. Diese Rallye, die hat ein 50% Retracement-Level, was nicht zufällig bis auf diesen Ausbruchsversuch vom September mehrmals ein effektiver Widerstand war. Dieses 50% Retracement-Level ist nun mit Schwung überwunden worden. Gut, gleichzeitig ist ein Doppeltief vollendet worden. Auch gut. Aber wir sind hier jetzt am 38,2% Retracement angekommen im Bereich 10.846. Das heißt, das entspricht in etwa den Tageshochs vom Freitag und gestrigen Montag. Und wenn wir uns diese Retracements-Level angucken, stellen wir mit Überraschung fest, hoppla, oh, genau auf diesem Level liegt auch eins, nämlich auch noch das 50% Retracement von der Abwärtsbewegung vom April, also vom Allzeithoch, runter auf das Tief vom September.
Das ist natürlich ein gewisser Zufall, aber das macht diese Marke zu einem ganz wichtigen charttechnischen Widerstand. Und nicht eben nur diese Uni-Tiefs hier. Das hier ist eine Hürde, die überwunden werden will, und das bei überkaufter Markttechnik und dem Problem, dass dieser weitere Kursanstieg am Freitag nicht nur auf der EZB basierte, sondern auch auf der Zinssenkung in China, die wiederum die US-Notenbank morgen Abend mit ihrem Statement in Zugzwang bringt. Die muss liefern. Tut sie es nicht, dann könnte es durchaus sein, dass die Rallye zur Disposition steht. Denn es gibt ja nun zwei Problemchen, oder sagen wir mal ein Problem mit zwei Komponenten. Auf der einen Seite setzt man darauf, dass sich der Abstieg des Euro im Vorfeld einer nun von manch einem schon als definitiv angesehenen Ausweitung der Staatsanleihekäufe durch die EZB im Dezember fortsetzt. Je tiefer der Euro, desto besser für die US-Exportwerte. Das ist natürlich dann eine Stimulanz für das Wachstum und das ist positiv. Okay, soweit gut. Davon mal abgesehen, dass man natürlich auf etwas setzt, worauf man noch nicht wirklich setzen dürfte und vor allem darauf baut, dass es diesmal funktioniert, was bislang nicht funktioniert hat. Aber okay, nehmen wir das mal als gegeben hin. Das Problem bei der Sache ist doch, dass wir einen fallenden Euro nur dann hätten oder dessen Abstieg sich intensivieren würde in einen Bereich, wo es charttechnisch und dann auch wirtschaftlich mal relevant würde, nämlich unter 1,10, wenn die US-Notenbank morgen Abend einen Fehler macht und sagt, okay, das ist alles schön und gut, aber wir haben immer noch aus unserer Sicht solides Wachstum und deswegen erteilen wir der Zinswende in den USA keine Absage. Denn dann würde natürlich der Dollar noch fester werden, der Euro weiter nach unten laufen. Das wäre im Prinzip wunderbar für die europäischen Aktienmärkte. Mit dem Haken, dass dann allerdings die US-Börsen, die im Kielwasser dieser Vermutungen mit nach oben gelaufen sind, dann den Schirm zuklappen. Wir können es uns also eigentlich aussuchen, es sei denn, die US-Notenbank ist richtig super geschickt, was jetzt aber mal was Neues wäre. Entweder der Euro geht wieder nach oben, weil die US-Notenbank auch der Zinswende eine Absage erteilt, um den für sie zu festen Dollar wieder runterzukriegen. Das wäre nicht gut für uns. Oder aber der Euro fällt weiter, dann kippen aber die US-Indizes, das wäre auch nicht gut. So einfach wird also der Sprung über diese wichtige doppelte Widerstandsmarke in Form von gleich zwei Fibonacci-Retracements gar nicht werden können. Allerdings, das muss man zugeben, sollte es gelingen, diese Hürde zu nehmen, dann wäre durchaus Luft in Richtung der April-Abwärtstrendlinie hier jetzt nicht extra mit eingezeichnet, die aber dann eben in der Nähe dieses 38,2% Retracements läge und das heißt, das wäre ein Kursziel, das man durchaus dann als realistisch ansehen könnte. Aber dazu muss es jetzt erstmal kommen. Und weil das offen ist, würden wir auf keinen Fall auf der Long-Seite jetzt einfach zukaufen, erst recht eben nicht vor Mittwochabend. Übrigens um 19 Uhr mit dem Statement, weil die Amerikaner haben die Zeit noch nicht auf Winterzeit umgestellt. Das heißt, da passiert alles eine Stunde vorher in dieser Woche. Statement um 7, nicht um 8. Wer um 8 erst einschaltet, der hat dann was verpasst. Also drauf achten. Aber davon abgesehen, wie gesagt, nicht zukaufen. Wer auf der Long-Seite investiert ist, schön und gut. Aber wir würden da auf jeden Fall den Stop-Loss noch einmal anheben. Beziehungsweise, wer es noch nicht mitgekriegt hat, das haben wir heute gestern Mittag im Chartflash durchgegeben. 10.475 Punkte, das wäre ein Niveau, womit man sinnvollerweise agieren könnte, als Absicherung einer bestehenden Long-Position. Zukäufe, wie gesagt, noch nicht. Und das gilt auch für den Eurostox 50. Der Eurostox 50 hat hier auch zwei Tage senkrecht steigender Kurse hinter sich, aber er hat auch die 200-Tage-Linie noch nicht gepackt. Nun hat der sein 50% Fibonacci-Retracement bereits überwunden. Wenn auch nicht gerade signifikant, nämlich um 10 Punkte, was den Schlusskurs des gestrigen Montags angeht, aber immerhin. Nun ist allerdings ja nicht zu erwarten, weil sich beide Indizes ähnlich, aber doch nicht gleich bewegen, dass diese Levels in einem vergleichbaren Niveau sich bewegen und es ist durchaus auch möglich, dass man den Eurostox 50 da als wichtiger ansieht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der in Richtung 3480 weiterläuft, wo sich die 200-Tage-Linie befindet. Vielleicht schon heute, vielleicht am Mittwoch vor dem Statement der US-Notenbank. Aber das genannte Problem, entweder oder, das heißt, entweder macht die US-Notenbank für die amerikanischen Börsen alles richtig oder für uns, was die Euro-Dollar-Relation wiederum angeht, das hat natürlich der Eurostox 50, respektive die bullischen Akteure, die hier jetzt investiert sind, auch.
Ein gewisser Faktor an Unsicherheit ist da. Das Eis ist nicht besonders dick, die Markttechnik natürlich auch hier überkauft. Das heißt, wir können weiterlaufen in Richtung 3480 respektive 3500 ungefähr, wo sich dann dieses 61,8% Retracement deckt, fast deckt mit dem Zwischentief dieses Doppeltops hier, mit der Nackenlinie. Wir können aber auch abdrehen und die nächste Supportzone dann wäre halt der Bereich 3279, 3325, das wäre schon ein gutes Stück weg. Also, auch hier würden wir für Long-Positionen sicherheitshalber enge Stops ansetzen und nicht zukaufen. Wir würden den Stop-Loss hier von 3270, wie ursprünglich im Chart-Flash letzte Woche avisiert, hochnehmen auf 3310 Punkte und damit mehr ans obere Ende dieser ganz wichtigen Unterstützungszone, um hier einfach nach unten hin nicht zu viel Risiko zu haben. Wenn es schief geht, nach oben wäre es ja okay. Wenn wir dann auch über diese Hürde hinauslaufen, ließe sich durchaus eine bestehende Position ausbauen und dann könnte man den Stopkurs natürlich deutlich höher ansetzen. Aber das muss eben erst einmal passieren. So, und jetzt ein Blick auf den Dow Jones und da stellen wir fest, der ist mitgelaufen. Und das ist natürlich interessant, nämlich letzten Endes hatten wir ja gesagt, für der fallende Euro war für Europa jetzt eine prima Sache, aber der fallende Euro hieß ein steigender Dollar. Die Euro-Dollar-Relation ging nach unten, der Dollar rauf und das nicht nur zum Euro, sondern auch zum japanischen Yen. Und das heißt Probleme, das heißt Druck auf die ohnehin schon schwache US-Konjunktur. Witzigerweise kommt die erste Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal für die USA einen Tag nach der Notenbankentscheidung, nämlich am Donnerstag um 14:30 statt um 14:30. Wie gesagt, Umstellung Winterzeit noch nicht erfolgt. Allerdings ist die Frage, wissen die Leute bei der Notenbank das, wenn sie ihre Statement morgen Abend rausgeben oder wissen sie das nicht? Wissen wir nicht. Das ist das Dumme an der Sache. Aber nun ja, wir haben sowieso keine andere Wahl. Solange wir nicht wissen, was in dem Statement steht und solange wir nicht wissen, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren, was ja wiederum ein ganz anderer Aspekt ist, vergessen wir nicht, hat es gestern Morgen schon gesagt, hätten die kurzfristigen Trader bei der EZB die Kurse nach unten geprügelt in den ersten Sekunden, wäre die ganze Chose abwärts gegangen und man hätte gesagt, ja, man hatte erwartet, dass die EZB was macht, die hat nichts gemacht, deswegen sind wir enttäuscht. Hätte sich kein Mensch gewundert. Es kommt immer auf den ersten Moment an und der muss nicht logisch konform gehen mit dem, was die US-Notenbank wirklich tut oder sagt. Also, da wir beides nicht wissen, hat es überhaupt keinen Zweck, hier lange rumzuorakeln, weil man kann 1000 Szenarien auf den Tisch bringen. Es hat im Endeffekt keinen Sinn, weil man keine Ahnung hat, was wirklich passiert. Das ist eine Gleichung mit lauter Unbekannten. Was wir aber sehen, ist eben aus der charttechnischen Sicht, dass zwar der Dow Jones sich über die obere Begrenzung dieser konsolidierenden Flagge nach oben hin abgesetzt hat, aber das ist noch nicht signifikant. Und diese obere Begrenzung bildet zusammen mit der 200-Tage-Linie und dieser unteren Begrenzung der Seitwärtsrange zwischen Februar und Juli eine ganz entscheidende Kreuzunterstützung. Da sind wir noch nicht endgültig drüber und rutschen wir wieder drunter, dann wäre die nächste Auffangzone erst wieder der Bereich 17.037 zu 17.068 Punkten und das wäre eine Zone, die bis morgen Abend dann auch noch durch die 20-Tage-Linie, die jetzt schnell in diese Richtung steigt, verstärkt werden würde. Das heißt, nach unten ist ordentlich Luft, nach oben aber eine Chance, in der Tat. Würde es zu weiteren Kursgewinnen nach Mittwoch kommen, den heutigen Tag wollen wir da mal lieber nicht zu hoch ansetzen, weil das wären dann Käufe oder Verkäufe, die im Endeffekt im Nebel, in Unkenntnis dessen, was am Mittwochabend passiert, stattfinden würden. Würde es also weiter nach oben gehen, dann würde einem, aus charttechnischer Sicht, einem Anlauf an die bisherigen Hochs des Sommers und damit auch an das Allzeithoch bei 18.351 Punkten nichts mehr im Wege stehen. Trotz überkaufter Markttechnik. Die kann sich durchaus, wenn die Dynamik erhalten bleibt, in der überkauften Zone auch mal ein paar Wochen aufhalten. Muss aber nicht. Auf jeden Fall ist sie gefährlich hoch. Das heißt, wir sind hier auch auf einem Ritt auf der Rasierklinge unterwegs und dementsprechend Position halten, Stop-Loss ganz eng fassen. Wir würden auf der Long-Seite mit 17.380 Punkten als Stop-Loss agieren. Natürlich könnte es sein, dass man dann am Mittwochabend ungünstig ausgestoppt wird, wenn es kurz runtergeht und dann doch wieder rauf. Kann sein, schon. Nur sollte es größere Abschläge geben, weil die US-Notenbank eben nicht über ihren Schatten springen kann und die Zinswende ad acta legt, nachdem sie doch 2,5 Jahre lang von solidem Wachstum geredet hat. Gut, auch wenn jeder weiß, dass dieses solide Wachstum nicht da ist. Die US-Notenbank glaubt, dass die Leute es glauben und das ist das Problem. Immer bei solchen Fällen, wo man glaubt, ein Gesicht wahren zu müssen. Und wenn man dann eben
diesen Turnaround, diese Umkehr zu einem mehr billigen, geldorientierten Denken und Handeln nicht hinbekommt, ja dann wird es ziemlich kritisch werden für die US-Börsen. Denn dann würde letzten Endes natürlich der US-Dollar ans Ende rutschen beim Rennen um die schwächste Währung, um die Kuchenkrümel, die vom Wachstum der Emerging Markets für die Exporteure der großen Industrienationen noch übrig bleiben. Und das würde am Aktienmarkt mit großer Wahrscheinlichkeit eben nicht spurlos vorübergehen. Das wird eine ganz, ganz spannende Geschichte. Man kann auf der Long-Seite am Ball bleiben, wenn man spekulativ und risikofreudig ist. Für alle anderen hatten wir ja eh gesagt, in solchen Konstellationen sollte man sich eher zurückhalten. Aber man muss mit engen Stop-Loss arbeiten, weil letzten Endes diese ganze Geschichte auf dünnem Eis unterwegs ist. Und bevor das nicht dicker wird, indem nicht wenigstens, wenn schon das Wachstum nicht mehr da ist und nicht unbedingt wiederkommen will, auch die US-Notenbank mitzieht, dann hat man einfach ein großes Risiko, das man nicht eingehen sollte. Also, enge Stop-Loss bleiben erste Anlegerpflicht und hier weiter am Ball zu bleiben natürlich auch, denn wir beobachten das Geschehen natürlich engmaschig, was auch heißt, wir melden uns heute Mittag wieder mit dem ING Markets Chartflash, wie üblich zur Mittagszeit bis spätestens 13 Uhr mit dem Halbzeitstand und der gesamte Dienstag, der Tag 1 quasi vor dem FED-Statement, der wird beleuchtet am Mittwochmorgen in der nächsten Morning Mail und im nächsten Morning Call rechtzeitig vor Handelsbeginn in Europa. Bis dahin kommen Sie gut in den Dienstag und machen Sie es gut.